Der alte und neue Schachweltmeister heißt Magnus Carlsen. Nach zuvor knappen Spielen zeigte er im Tiebreak seine Stärke und gewann mit 3:0 im Schnellschach gegen den US-Amerikaner Fabiano Caruana. Der 27-jährige Norweger verteidigte damit seinen Titel zum dritten Mal in Folge. Nachdem er 2013 zum ersten Mal Schachweltmeister geworden war, hatte er auch 2014 und 2016 das Turnier gewonnen. Dabei war das Duell in diesem Jahr lange offen. In den 12 regulären Partien hatte es 12 Mal ein Remis gegeben.